Ich kriege immer wieder die Frage, ob das auch mit diesem Blitz funktioniert. Und viele Leute sagen, sie haben in Anführungsstrichen nur einen Aufsteckblitz. Und ich sage in meinen Videos ja auch immer, das könnte man sogar mit einem Aufsteckblitz realisieren. Und da ist jetzt die Frage, lohnt es sich überhaupt, einen Porti zu kaufen oder kann man es nicht auch mit einem Aufsteckblitz machen? Beziehungsweise langt nicht einfach ein Aufsteckblitz? Und es gibt ein paar Gründe, die für einen Aufsteckblitz sprechen, aber nur wenige meiner Meinung nach, und sehr viele Gründe, die für einen Porti sprechen. Also bleib dran! Moin, mein Name ist Dennis Stebner, ich bin Fotograf und Filmemacher aus der Nähe von Flensburg und auf diesem Kanal geht es überwiegend um die Porträtfotografie, aber auch um die Landschaftsfotografie. Falls noch nicht geschehen, hinterlasse gerne ein Abo und drücke auch die Glocke, dann bist du immer informiert, wenn es was Neues gibt. Fangen wir jetzt allererstes einmal an, dass ich euch einmal kurz einen Aufsteckblitz zeige. Oh, Mist, habe ich ja gar nicht mehr. Diese Sache sollte dir vielleicht schon ein bisschen zu denken geben, denn ich habe selbst gar keinen Aufsteckblitz. Kommen wir einmal kurz zu den wenigen Vorteilen eines Aufsteckblitzes. Erstens, er ist klein. Zweitens, er ist relativ günstig, in der Regel, wenn man jetzt nicht unbedingt die Hersteller wie Canon, Profoto und sowas nimmt. Und man kann ihn auf der Kamera verwenden. Diese drei Punkte sind entscheidend. Der letzte Punkt ist für mich, wäre der höchste Punkt, an der Kamera verwenden bei einer Hochzeit, wenn man vielleicht einen Brauttanz fotografiert, dafür würde ich den nehmen. Ansonsten hat der Aufsteckblitz für mich, für meine Art der Fotografie, das ist ganz wichtig, nur für mich gilt das. Wenn du jetzt Reportagefotograf bist, dann kauf den Aufsteckblitz, weil du brauchst ihn auf der Kamera, kannst ihn gut nutzen, kauf ihn dir, wirst du gebrauchen können. Aber wenn man so wie ich reine Porträtshootings macht, häufig entfesselt Blitz, das heißt, Auslöser ist auf der Kamera, Blitz steht woanders, blitzt denn das Motiv aus, dann brauchst du meiner Meinung nach keinen Aufsteckblitz. Kommen wir mal zu den Nachteilen eines solchen Aufsteckblitzes. Erstens, er hat deutlich weniger Leistung als ein Porti. Zweitens, die Leuchtfläche ist relativ klein und in der Mitte auch relativ eckig. Ist nicht ganz so ideal für Softboxen und Lichtformer auszufüllen. Drittens, die Akkuleistung ist meistens auch nicht so stark, zumindest wenn man viel Leistung braucht. Und der nächste Nachteil ist, die Lichtformer sind relativ teuer. Ich habe mir damals auch eine SMDV-Softbox gekauft für meinen Aufsteckblitz, den ich damals noch hatte. Gute Softbox, aber auch relativ teuer. Und meine Empfehlung ist, wenn du wirklich ernsthaft mit der Blitzfotografie anfangen möchtest, dann kauf dir doch einen Porti. Die gibt es von verschiedenen Herstellern. Um ein paar günstige zu nennen, das wäre dann Jimbei, Godox, Rollei, wie auch immer. Und diese Blitze haben alle diesen Bowens-Anschluss. Das heißt, es gibt sehr, 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 sehr viele Lichtformer auf dem Markt, die man da gut anbringen kann und die sind relativ günstig. Und ihr wirst relativ überrascht sein. So ein Lichtformer, zum Beispiel eine Softbox, 90 cm Softbox hat damals von Jimbei 99 Euro gekostet. Und die von SMDV, die war gut etwas runder, etwas schöner dadurch vielleicht, aber deutlich kleiner, hat schon, glaube ich, über 200 Euro gekostet, also doppelte Preis. Und ich würde deswegen sagen, kauf dir lieber einen Porti mit dem Bowens-Anschluss und dann kannst du günstige Lichtformer kaufen, weil das ist im Nachhinein ist es tatsächlich so, dass es wiederum günstiger wird. Ein weiterer Nachteil ist, du brauchst in der Regel einen Auslöser auf der Kamera und dann brauchst du für jeden Blitz nochmal einen Empfänger. Und da ist es dann so, dass ich teilweise früher mal mit 6 Funkauslösern oder Funkempfängern losgefahren bin, weil auch die Akkus leer gegangen sind und so weiter. Das ist doch total nervig. Und mittlerweile ist es so, ich habe meinen Port, habe den Auslöser auf der Kamera und die anderen Sachen sind eingebaut und ich brauche vielleicht noch einen zweiten Akku. Das war's. Und der läuft und der löst auch beide aus. Mit einem Auslöser kann ich also 2 Blitze zünden und das ist für mich ein Vorteil. So, das ist jetzt ein Porti, den ich habe. Der ist relativ groß und schwer. Ich habe noch einen leichteren und der fehlt mich gerade mit dem einstellig. Man kann hier aber sehen, es ist rund und beim Aufsteckblitz ist es eher eckig. Das heißt, ich kriege es eher gefüllt und hier ist es so, dass hinter der Scheibe dann die Blitzröhre ist und die strahlt rundherum raus. Das heißt, ich kriege auch größere Lichtformer besser gefüllt. Das ist jetzt der Profoto, da packe ich die Blitze einfach hier rüber. Ist ein bisschen anderes System. Ich kann euch aber an einem reinen klassischen
Studio Blitz mit Bowens Bayonet auch mal zeigen, wie das Bowens Bayonet da aussieht. So, und da haben wir jetzt einen einfachen Studio Blitz, der aber das Bowens Bayonet hat. Und ich weiß nicht, ob man es sehen kann, hier sind so kleine Vierecke und da kann man dann so einen Anschluss, das ist jetzt einfach normaler Reflektor, kann man einfach reingehen. Also hier ist die Blitzröhre, ne? Führt es auch schön aus, kann man schön sehen, hier rein drehen, fertig ist. Und wenn ich jetzt mal hier reinleuchte, dann könnt ihr sehen, dass die Blitzröhre schön ausstrahlt und dadurch den Lichtformer gleichmäßig füllt. Das heißt, ihr könnt mit so einem Bowens-Anschluss, mit dem Porti oder Studio-Blitz, wie auch immer, auch viel größere Lichtformer ausfüllen und seid nicht so auf die Größe beschränkt, wie man aussteht, weil er gar nicht den Lichtformer ausfüllen kann, sondern nur so die Mitte trifft. Und ihr könnt natürlich auch größere Lichtformer benutzen. Auch nicht schlecht, oder? Wie gesagt, ich glaube, der Bowens Bayonet ist so der günstigste. Ich bin damals bei Profoto gelandet, weil ich war mit dem Gym bei Porti, den es damals gab, noch nicht so zufrieden. Mittlerweile würde ich wahrscheinlich zu Godox tendieren, wenn man so ein bisschen aufs Budget gucken würde. Tja, und aus diesen Gründen, also für die Zukunft sicherer, mehr Leistung, mehr Blitze, die da rauskommen können, weil die Akkus sind ja häufig deutlich stärker auch. Das heißt, ich kriege auch mehr Blitze aus dem Akku raus. Und natürlich die Kombination an zahlreichen Lichtformern, größeren Lichtformern, schöneren Lichtformern, spricht eindeutig dafür, keinen Aufsteckblitz zu kaufen, sondern einmal ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen und ein Porti zu kaufen. Wie viel Leistung man braucht, ist halt ein bisschen abhängig, was du machst. Wenn du viel draußen fotografierst, sollte es schon gerne 500, 600 Wattsekunden sein. Wenn du sagst, du machst mehr On-Location-Fotografie oder bist eher draußen, und wenn man sagt, du machst mehr Fotos Indoor, dann kann es auch ein kleinerer Blitz sein. Aber eindeutig würde ich sagen, immer einen Porti nehmen, anstatt einen Aufsteckblitz. Nebenbei kann man Portis auch sehr, sehr gut im Studio benutzen, weil sie ja auch keine Kabel haben. Und wenn man kein Kabel hat, dann kann man auch nicht drüber stolpern. Thank you.